Die Piratenpartei Deutschland ist 2006 gegründet worden. Sie soll bundesweit knapp 1200 und in Bayern etwa 260 Mitglieder haben. Die Piratenpartei tritt bundesweit an, versteht sich aber als globale Bewegung in der Informationsgesellschaft. Piratenparteien in weltweit mehr als 20 Ländern setzen sich für den freien Zugang zu Wissen und Kultur ein. Dabei haben sie vor allem im Blick, dass Musik und Filme im Netz frei zugänglich sind. Die Piraten sind auch für einen größeren Stellenwert von Privatsphäre und Datenschutz. Es treten insgesamt 10 Kandidaten in Deutschland an. 2 davon kommen aus Bayern. Unter anderem der 25-jährige Spitzenkandidat Andreas Popp, Diplom-Wirtschaftsmathematiker aus Ingolstadt. Er fühlt sich vom Staat teilweise wie ein Verbrecher überwacht. Wir beschäftigen uns mit den entscheidenden Themen des Informationszeitalters. Das heißt, wir kämpfen für Datenschutz, freies Wissen, informationelle Selbstbestimmung, Bürgerrechte. All die Sachen, die von vielen Regierungen zurzeit massivst in Frage gestellt werden. Es gibt da die Vorratsdatenspeicherung, das ist ein europäisches Gesetz. Es gibt Pläne für Online-Durchsuchung, Pläne für Netzzensur. Und all diese Sachen, die Bürgerrechte massivst einschränken, dagegen kämpfen wir. Die Wähler haben hauptsächlich den Nutzen, dass unsere Politik deutlich bürgernäher gestaltet werden wird als die der derzeitigen Parteien. Das heißt zum einen, dass wir unsere Politik deutlich transparenter gestalten wollen. Wir wollen, dass die Lobbys, die Abgeordnete beeinflussen, sich ins offene Licht begeben müssen. Wir wollen, dass die Abgeordneten ihre Nebeneinkünfte auflegen müssen. Wir wollen, dass die Bürokratie abgebaut wird und allgemein das ganze Verwaltungssystem transparenter wird. Und gleichzeitig müssen auch die Gesetze deutlich näher am Bürger sein. Es sollen einfach keine Leute kriminalisiert werden, die MP3s herunterladen oder behandelt werden wie Schwerverbrecher. Das soll nicht passieren.